Ich bin da sehr fassungslos über das, was Frau Wagenknecht gesagt hat. Wenn man gerade aus dem Krieg in der Ukraine kommt und gesehen hat, zu was die russische Armee imstande ist, wie viele Menschen dort gestorben sind, dann zu sagen, die Sanktionen müssen weg oder die Sanktionen bringen nichts, das halte ich für empathielos gegenüber der Ukraine. Ich meine, wie können wir allen Ernstes, weil das wäre dann sozusagen ja die Alternative, weiter mit Putin, mit einem Kriegsverbrecher, mit einem Geschäfte machen? Ja, vielleicht, weil es ihm nicht schadet, wenn wir die Geschäfte nicht machen. Also wir sehen das doch aktuell. Wir haben zum Beispiel jetzt ist ja die Bundesregierung auch für ein Ölembargo. Alleine die Debatte darüber hat den Rubelpreis, hat den Ölpreis massiv in die Höhe getrieben. Da rollt im Kreml der Rubel. Also dann haben die mehr Einnahmen als vorher. Und das, was ich da, wo ich darauf verwiesen habe, ich habe mir das vor kurzem selbst mal angeguckt, weil ich es gar nicht fassen konnte. Also wie der Rubel sich erholt hat, der ist ja eingebrochen, als der Krieg begann. Und dann ist ein stetiger Aufstieg und er ist jetzt deutlich stärker als vorher. Das heißt, wir schaden der russischen Wirtschaft oder wir schaden Putin vor allem auch gar nicht und wir Aber das haben stimmt ja keine nicht, Frau Wagner. Chance Es geht ja nicht allein um damit. den Rubel und den Kurs des Rubels, Naja, sondern es es ist geht ein natürlich auch Indikator um, ist ein natürlich. Indikator, aber es geht natürlich auch um die Wirtschaftsstruktur. Und wenn man sich dort die Berichte anschaut, dann schaden die Sanktionen natürlich sehr heftig der russischen Wirtschaft. Naja, wir müssen, glaube ich, auch ein paar Sachen unterscheiden. Also ich habe gar nichts gegen Sanktionen. Im Gegenteil, die finde ich richtig. Gegen Oligarchen, gegen Leute aus Putins Umfeld. Also wenn man da irgendwie eine zig Millionen, hunderte Millionen schwere Yacht beschlagnahmt und das Geld irgendwann für humanitäre Unterstützung oder Wiederaufbau der Ukraine verwendet, wunderbar. Also habe ich nichts einzuwenden. Ich rede über die Energieembargos, also die Sanktionen gegen Kohle, gegen Öl und möglicherweise gegen Gas. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt auch heute schon, also selbst beim Gas, Russland hat Pipelines nach China, Russland hat zwei Pipelines in die Türkei. Auch die Türkei beteiligt sich nicht an den Sanktionen. Und ich meine, das Irre, was passieren wird, ist doch, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir kaufen kein Gas mehr bei Putin, dann werden die zwei Pipelines zum Beispiel in die Türkei voll ausgelastet. Die Türkei wird dann dieses Gas weiterverkaufen. Am Ende kommt das gleiche russische Gas wahrscheinlich sogar bis hin zu uns, weil wir haben ja gar kein anderes, nur dass es noch viel, viel teurer wird. Und am Ende, wenn Sie auch mehr Pipelines bauen, beim Öl ist es ja sogar noch leichter, da brauchen Sie nur Tanker, die Sie befüllen. Indien freut sich, wenn sie billige russische Rohstoffe bekommen. China freut sich. Viele Länder sind gerne bereit, billige russische Energieträger zu kaufen, während hier die Preise durch die Decke gehen. Viele Menschen wirklich aktuell verzweifelt sind, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Ihre Gasrechnung, ihre Stromrechnung. Der Sprit ist höllisch teuer. Und das geht immer weiter durch die Decke, obwohl wir damit ja nicht ernsthaft, wenn das ein Instrument wäre, den Krieg zu beenden. Wenn man jetzt sagen würde, okay, wir müssen da jetzt durch, dafür kriegen wir aber dann auch innerhalb eines überschaubaren Zeitraums Putin dazu, dass auf jeden Fall dieser Krieg beendet wird. Okay, da könnte man drüber reden. Aber die Sanktionen beenden den Krieg nicht. Also es gibt überhaupt keine Chance, sondern wir werden sozusagen, wir entziehen uns etwas, was unsere Volkswirtschaft dringend braucht, nämlich preisgünstige Energieträger. Und daran hängt die Industrie in Deutschland. Also das sind hunderttausende Industriearbeitsplätze, die wegfallen. Es werden ganze Industriebranchen aus Deutschland wegziehen, wenn hier die Energiekosten so hoch bleiben. Das ist unser Wohlstand, das ist der Wohlstand von Millionen Menschen. Und ohne Sinn und Verstand, weil Putin dann eben woanders seine Geschäfte macht, was soll das? Also ich verstehe es nicht. Also das hat keine Logik. Frau Wagenknecht, weil die Türkei oder China möglicherweise bereit sind, weiteres, Nee, nicht möglich. ja, oder Also sind dazu bereit sind, weiter Geschäfte mit Putin zu machen, kann es ja nicht im Umkehrschluss bedeuten, dass wir deshalb sagen, okay, andere machen es auch, deswegen müssen wir das jetzt auch wieder tun. Und natürlich ist es bei den aber wir Sanktionen schaden ja so, nur uns. Also Moment mal, das ist falsch, Frau Wagenknecht, das ist falsch. Natürlich wird der russischen Wirtschaft immens geschadet zum jetzigen Zeitpunkt durch diese Sanktionen. Das ist Fakt. Das Zweite ist, wenn wir darüber nachdenken, wie dieser Krieg zu beenden ist, dann sind die Sanktionen natürlich in einem
in einem Zeitraum zu betrachten. Es dauert, bis sozusagen dieser Schaden größer wird und bis dann auch in der russischen Bevölkerung möglicherweise, das kann man nur hoffen, ein Umdenken stattfindet. Das ist ja auch der Sinn dieser Sanktionen, um zu zeigen, um zu sagen, das, was ihr dort tut, das sind Kriegsverbrechen, das ist ein Angriffskrieg, den ihr in der Ukraine führt, und das sind unsere Sanktionen und das ist natürlich auch unser moralischer Anspruch. Ja, aber also erstmal, glaube ich, sind wir uns einig, dass Russland keine lupenreine Demokratie ist. Also, um das mal jetzt zynisch zu sagen. Also selbst wenn die Bevölkerung, und wahrscheinlich sind viele längst der Meinung, also ich meine die Umfragen, ich weiß nicht, wie ernst man die nehmen kann. Ich denke schon, dass es in Russland viele Menschen gibt, die sich gewünscht hätten, dass es diesen Krieg nie gibt. Aber die fragt man doch nicht. Und wenn es denen schlechter geht, wenn die ärmer sind, ja gut, meinen Sie ernsthaft, das hat irgendeinen Einfluss auf die Entscheidung im Kreml? Und das Zweite ist eben, natürlich, wenn Sie sagen längerfristig, ja, je längerfristig wir planen, desto besser kann Putin und kann die russische Wirtschaft sich umstellen. Aber wenn wir Sanktionen verhängt hätten, wäre dann nicht das Zeichen gewesen, dass wir damit in Ordnung sind mit dem Krieg in der Ukraine? Naja, ich muss ja mal sagen, wenn wir die gleichen Maßstäbe überall anlegen, gibt es ganz viele Länder, mit denen wir nicht verhandeln dürfen. Ich meine, Herr Habeck hat mit einem, also Bückling und Kniefall Katar. in Katar hat er vorgesprochen. Katar hat sich jahrelang an dem wirklich furchtbaren und brutalen Krieg im Jemen beteiligt, gemeinsam mit Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, die auch immer noch dort Krieg führen. So, und dann, ja, in Katar gilt die Scharia. Also, weil Sie vorhin von Vergewaltigung gesprochen haben, was ja wirklich ein ganz schlimmes Verbrechen ist. Wenn in Katar eine Frau vergewaltigt wird, dann kommt sie dafür ins Gefängnis. Die Frau, nicht der Mann, weil sie dann eine Ehebrecherin ist. Also so ein Land ist das. So, und da gehen wir jetzt hin und betteln, dass sie uns ihr teures Flüssiggas verkaufen, weil wir das billige Putin-Gas nicht mehr wollen. Was ist da logisch? Und wie gesagt, Putin kann sein Gas ja nicht nur nach China und in die Türkei verkaufen. Ganz Lateinamerika beteiligt sich nicht. Sie machen die Sanktionen schlecht und sagen, das bringt nichts. Sie sagen, dass Waffen nichts bringen und sie sagen, sollen die doch jetzt irgendwie verhandeln. Also nein, für mich sollen das, sie nicht, es doch, muss ein Druck Das klingt geben. Wahnsinnig naiv, was Sie da sagen. Denn wir wissen doch, wie es jeden Tag momentan im Donbass Putins Truppen versuchen, weitere Orte einzunehmen, weitere Städte einzunehmen und die Ukraine sich dort verteidigt. Ja, die soll sich ja auch verteidigen. Aber der Krieg ist, da waren wir uns doch einig, nicht so gelaufen, wie Putin sich das vorgestellt hat. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass jetzt auch die russische Führung Interesse an einer Lösung hat, die ihr einen gesichtswahrenden Ausgang eröffnet. Also warum glauben Sie das? Denn wenn wir uns anschauen, wie sich die russische Regierung verhalten hat, ich gebe Ihnen recht, die Rede von Wladimir Putin am 9. Mai war eine komplett andere, am 24. Aber dennoch will er ja diese besetzten Gebiete, Mariupol, die Landverbindung, er will im Osten weitere Gebiete, die will er sozusagen für sich beanspruchen. Und das ist ja etwas, was die Ukraine nicht akzeptieren kann. Nein, natürlich nicht. Aber darüber muss man verhandeln. Im Kern geht es in diesem Krieg meines Erachtens nicht um Territorialgewinne. Es geht um Geopolitik. Also das ist ja von Anfang an der Streitpunkt gewesen. Russland wollte nicht hinnehmen, dass auch die Ukraine Teil der NATO wird, dass sie Teil der amerikanischen Einflusszone wird.